Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Video beschäftigen wir uns mit Decentralized Finance, kurz DeFi. Starten wir mit den traditionellen und zentralisierten Finanzsystemen TradFi und CeFi. Die Ursprünge der traditionellen Finanzsysteme, wie gesagt TradFi, lassen sich bis ins antike Mesopotamien zurückverfolgen. In diesen frühen Kulturen wurden bereits Methoden des Tauschhandels und der Buchführung entwickelt, die als Vorläufer unserer heutigen Finanzsysteme gelten. Seitdem haben Menschen eine Vielzahl von Gütern und Vermögenswerten als Währung genutzt, wie zum Beispiel hier auf dieser Seite ersichtlich. Darunter Vieh, Kakaobohnen, Salz, Edelmetall wie zum Beispiel auch Gold. Noch kurz zur Begrifflichkeit. In dieser Vorlesung beziehen wir uns mit CeFi auf den Handel und die Finanztransaktionen, die über Blockchain-Technologien abgewickelt werden, jedoch mit der Beteiligung zentraler Akteure wie Börsen oder Finanzdienstleister. Im Gegensatz dazu beschreibt TradFi das traditionelle Bankwesen, wie wir es aus der heutigen Welt kennen, mit staatlich regulierten Banken und nationalen Fiat-Währungen. Gold hat in der Geschichte eine herausragende Rolle als Wertspeicher gespielt und genießt auch heute noch nahezu universelle Akzeptanz. Doch im modernen Finanzwesen sind Fiat-Währungen wie der US-Dollar oder Schweizer Franken die dominierende Form des Geldes. Der Begriff Fiat hat hier nichts mit Automarke zu tun, sondern leitet sich aus dem Lateinischen ab. Es geschehe oder es werde. Fiat-Währungen besitzen ihren Wert nicht aufgrund eines Innenwertes, sondern durch das Vertrauen und die Garantie der jeweiligen Regierung. Interessant ist auch, dass einige Forscher die Entdeckung von Tonmarken, auch als Tonsiegel bekannt, in Susa, Iran, als das früheste Beispiel für Geld betrachten. Diese Fundstücke werden auf etwa 3300 vor Christus datiert und zeigen, wie schon in den frühen Hochkulturen symbolische Werte für den Handel und die Verwaltung von Gütern genutzt wurden. Währungen können entweder einen intrinsischen Wert besitzen, wie zum Beispiel Landaktien oder Gold, oder sie werden von einer zentralen Institution geschaffen, wie es bei Fiat-Währung der Fall ist. In solchen Systemen wie etwa der Schweizer Nationalbank garantiert die Regierung den finanziellen Wert einer Währung. Diese staatlich gestützten Währungen werden reguliert und genießen ein hohes Vertrauen. Eine der Schlüsselinnovationen der Blockchain-Technologie besteht jedoch darin, den Transfer und Handel von finanziellen Vermögenswerten ohne vertrauenswürdige Zwischenhändler zu ermöglichen. Und hier setzt DeFi an. DeFi sind Finanztechnologien und Dienstleistungen, welche auf Smart Contract aufgebaut, also Verträge, die automatisch ausgeführt werden, ohne dass Dritte involviert sind. Wenn man zentralisierte Finanzen CeFi mit DeFi vergleicht, lassen sich drei wesentliche Unterscheidungsmerkmale herausstellen. Zuerst ist das die Transparenz. Im DeFi-Bereich sind die Regeln und Protokolle öffentlich zugänglich, wie etwa bei den Plattformen SushiSwap. Und zwar sieht man das hier, das ist der Source Code von SushiSwap, den kann man einsehen, den kann man hier reviewen. Private Abmachungen oder Hinterzimmerdeals, die oft mit Zentralisierung einhergehen, werden vermieden. Jeder kann den Code einsehen und überprüfen, wie Transaktionen ablaufen. Als zweiten Punkt haben wir die Kontrolle. DeFi gibt den Nutzern die vollständige Kontrolle über ihre Vermögenswerte. Kein zentraler Akteur sollte in der Lage sein,
die Vermögenswerte eines Nutzers zu zensieren, zu verschieben oder zu zerstören. Diese Dezentralisierung des Zugangs und der Kontrolle ist ein grundlegendes Versprechen von DeFi. Und das dritte Hauptfeature, das ist die Accessibility, die Zugänglichkeit. DeFi ermöglicht es theoretisch jedem mit einem Computer, einer Internetverbindung und dem nötigen Know-how, Finanzprodukte zu nutzen oder sogar eigene DeFi-Produkte zu schaffen. Dies könnte besonders für die Unbanked, also Menschen ohne Zugang zu traditionellen Finanzsystemen, revolutionär sein. Diese Idee steht im Zentrum vieler DeFi-Visionen, ein offenes, inklusives Finanzsystem für alle. Doch in der Praxis stößt DeFi hier auf das sogenannte First World Problem. Und zwar ist das hier auf dieser Webseite gut beschrieben. Während DeFi eine beeindruckende technologische Innovation darstellt, ist der Zugang oft beschränkt auf Menschen in Ländern, die über die nötigen Ressourcen und das technische Verständnis verfügen, um DeFi-Plattformen sicher zu nutzen. Viele derjenigen, die am meisten von einem dezentralen Finanzsystem profitieren können, etwa Menschen in Entwicklungsländern ohne Zugang zu stabilen Finanzsystemen, haben oft nicht die technologische Infrastruktur oder das Wissen, um diese Tools zu verwenden. Stattdessen wird DeFi bisher vor allem von technisch versierten Nutzern aus Industrieländern genutzt. Und dies führt zu einer Art Ironie. DeFi wird als Lösung für globale Finanzinklusivität angepriesen, bleibt aber in der Realität für viele, die davon profitieren können, unzugänglich. Daher wird dieses Missverständnis oft als First World Problem von DeFi bezeichnet. Eine Technologie, die zwar theoretisch alles erreichen könnte oder alle erreichen könnte, in der Praxis aber oft nur denjenigen zugutekommt, die in privilegierten Positionen leben. Und hier werden natürlich auch Zahlen präsentiert, kann man sich gerne anschauen. Das beschreibt eben dieses First World Problem. Ein weiterer bedeutender Unterschied zwischen dezentralisierten Finanzen, also DeFi und CeFi, zeigt sich in den finanziellen Gewinnen. Insbesondere in den Jahren 2020 und 2021 bot DeFi höhere Jahreserträge gemessen in APY, dem Annual Percentage Yield, während die Zinssätze in zentralisierten Finanzsystemen wie Banken oder traditionellen Finanzdienstleistern tendenziell niedrig sind. Ermöglichten DeFi-Protokolle oft deutlich höhere Renditen. Und diese höheren Zinsen resultierten aus der innovativen und offenen Struktur von DeFi, die es Nutzern erlaubt, direkt an der Liquiditätsbereitstellung und anderen Finanzmechanismen teilzunehmen. Und hier sehen wir die Zahlen von 2021, wo man hier eine APY von 12,44 auf BUSD. Diesen Stablecoin gibt es nicht mehr, darüber habe ich schon berichtet. Hier zum Beispiel der USDT, ebenfalls mit 12,26%. Das heißt, wenn man das eben über ein Jahr anlegt, dann bekommt man im Schnitt für das angelegte Geld 12,26%. Das ist relativ hoch, wenn man sich anschaut, wie viel man hier in 2020 und 2021 bekommen hat. Wir sind da im Zeitalter der Negativzinsen. Oft hat man bei der Bank 0% bekommen, wenn es mehr Geld auf der Bank ist, sogar negativen Zins. Und im DeFi hat es eben, wie gesagt, 12,6% gegeben. Das war natürlich großartig für die Anleger im DeFi-Bereich. Aber heutzutage nähert sich das Angebot von DeFi und TradFi immer mehr an. Heute sind die Zeiten von hohen Zinsen bei DeFi vorbei und bei USD zum Beispiel hat sich der Preis ebenfalls angeglichen. Wenn wir uns die Zahlen ansehen, hier von Swissquote, wenn man jetzt USD
auf dem Konto hat und man dafür Zins bekommt, ist man irgendwo bei 4,134%, also irgendwo im Bereich von 4%. Und wenn man jetzt in DeFi-Bereich geht, hier Aave, wenn man jetzt zum Beispiel USDT hinterlegt, um Zinsen zu bekommen, dann kriegt man 4,18%. Das ist doch relativ nahe an dem, was man hier bei TradFi, also dem traditionellen Finanzsystem, und hier bei DeFi bekommt. DeFi-Plattformen bieten zunehmend ähnliche Produkte wie traditionelle Finanzinstitute an, etwa Kredite, Sparprodukte oder den Handel mit Vermögenswerten. Gleichzeitig geht DeFi jedoch über das traditionelle Produkt hinaus und ermöglicht innovative Finanzprodukte, die in zentralisierten Systemen nicht existieren. Und ein markantes Beispiel dafür, das sind sogenannte Flash Loans. Wie der Name schon sagt, blitzschnelle, ungesicherte Kredite, die innerhalb eines einzigen Blockes einer Blockchain zurückgezahlt werden müssen. Über Flash Loans, wie das genau funktioniert, hier eine gute Webseite. Und diese Flash Loans bieten einzigartige Möglichkeiten, aber auch Risiken, wie zum Beispiel dieser Hack, der das verdeutlicht. Hier ein Beispiel, wo ein Smart Contract einen Fehler hatte und per Flash Loan ausgenutzt werden konnte. Und wenn man sich jetzt diese Transaktion anschaut, das ist eine gigantische Transaktion, die sehr groß ist, die auch sehr teuer war. Sie hat 9 Ethers gekostet, also 22.000 US-Dollar. Aber wenn wir uns die Zahlen hier ansehen, hier wurden 500 Millionen Dollar ausgeborgt in DAI. Und ein Angreifer nutzte eine Schwachstelle in einem Finanzcontract aus, indem er mehrere stabile Coins direkt an einen Contract transferierte. Dadurch konnte der Angreifer den Gesamtwert des Contracts künstlich erhöhen, was zu einer Inflation des Preises pro Anteil führte. Und der aufgeblähte Preis pro Anteil erlaubte es dem Angreifer, den Wert seiner Collaterals erheblich zu steigern, und so konnte er mehr Vermögenswerte ausleihen, als er eigentlich abgesichert hatte. Und die Erklärung, wie das genau funktioniert, im Detail, die Steps, das sieht man hier. Das Ergebnis war, der Angreifer erlangte mehrere Assets, die zusammengenommen einen Wert von über 100 Millionen US-Dollar hatten, und diese Art von Angriff zeigt, dass die neuartigen Finanzprodukte von DeFi nicht nur Chancen, sondern auch erhebliche Risiken bergen. Eine weitere Unterscheidung zwischen DeFi und CeFi ist hier beschrieben in dem Paper. Und hier haben die Autoren einen Decision Tree entwickelt, der ist hier unten. Den habe ich auch in meinen Slides drin. Und in diesem Baum hier ist die erste entscheidende Frage, ob die Finanzanlagen vom Benutzer selber gehalten werden. Das heißt, ob der Benutzer die Kontrolle über seine eigenen Vermögenswerte behält, wenn der Nutzer weder die Verwahrung noch die Möglichkeit, die Vermögenswerte ohne einen Finanzintermediär zu transferieren, handelt es sich um eine Instanz von CeFi. Andernfalls wird die Frage gestellt, ob jemand die Fähigkeit hat, einseitig die Ausführung einer Transaktion zu zensieren. Ein solcher mächtiger Intermediär deutet auf die Existenz eines CeFi-Intermediärs hin, während die Vermögensabwicklung dennoch auf dezentralisierte, DeFi-konforme Weise erfolgen kann. Schließlich wird gefragt, ob eine Entität die Macht hat, die Ausführung des Protokolls eigenständig zu stoppen oder zu zensieren. Ist dies der Fall, wird argumentiert, dass das DeFi-Protokoll zentral gesteuert wird. Wenn diese letzte Frage verneint werden kann, würde das betreffende Protokoll dann als reines DeFi-Protokoll gelten.
Weitere Kriterien können sein, eben diese Intermediäre, diese Zwischenhändler. In CeFi agieren traditionelle Finanzinstitute wie Banken oder Broker als Vermittler zwischen den Nutzern, und diese Institutionen nehmen Gebühren und bieten Dienstleistungen, aber sie stellen auch potenzielle Single Point of Failures dar. DeFi hingegen zielt darauf ab, diese Zwischenhändler vollständig zu eliminieren. Smart Contracts übernehmen die Rolle des Vermittlers, indem sie die Transaktionen direkt zwischen den Partnern automatisch abwickeln, ohne dass eine zentrale Instanz notwendig ist. Dann gibt es noch ein Unterscheidungsmerkmal bei Compliance, also die Einhaltung von Vorschriften. In CeFi-Systemen, die sind stark reguliert und müssen sich an staatliche Vorgaben halten, einschließlich der Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Vorschriften, AML und Know-Your-Customer-Prinzipien, KYC. DeFi hingegen arbeitet häufig in einem weniger regulierten Raum, was zu einer größeren Flexibilität, aber auch zu Risiken führt. Nutzer können anonym bleiben und müssen oft keine formellen Identitätsprüfungen durchlaufen. In der gleichen Arbeit gibt es noch eine weitere Grafik, und zwar ist das die Grafik Nummer 2, und hier wird eine High-Level-Systematisierung von DeFi vorgestellt, und interessant finde ich vor allem hier die Use Cases, diese Use Cases hier oben. Das sind die Exchanges, Swaps, zum Beispiel von Ether nach USDT, Lending, Borrowing, zum Beispiel wenn ich Ethers habe und USDT ausborgen möchte, dann Flash Loans, das haben wir bereits kurz angeschaut. Hier muss lediglich eine Garantie abgegeben werden, und zwar, dass am Ende der Transaktion der Loan vollständig zurückgezahlt wird. Market Making, das ist ein bisschen speziell im DeFi-Bereich, dazu kommen wir später noch etwas genauer. Dann die Stablecoins haben wir uns ebenfalls angeschaut, dann Derivative und Perpetuals, dann die Privacy Mixers, um die Herkunft der Tokens zu verschleiern, und Portfolio Management, zum Beispiel mit Tokensets, wo man mehrere Tokens in ein Set packen kann und das quasi als eigenen Token und das dann wiederum ein eigener Token ist. Zusätzlich zeigt die Abbildung, dass DeFi mit externen Datenquellen wie anderen Blockchains oder zentralisierten Börsen auch nicht atomare Interaktionen kommunizieren kann. Dies erweitert die Möglichkeit von DeFi erheblich, da es externe Informationen einbinden kann, um nahtlose, komplexe Finanzdienstleistungen zu ermöglichen. Schauen wir uns die Eigenschaften nun von DeFi an. DeFi bietet eine Reihe von einzigartigen Eigenschaften, die sie von traditionellen zentralisierten Finanzsystemen abheben. Diese Eigenschaften sind entscheidend für das Verständnis der Funktionsweise von DeFi und ihrer Unterschiede zu CeFi und TradFi. Die erste Eigenschaft ist die öffentliche Verifizierbarkeit. Das haben wir in der Vorlesung über die ERC20, über die Fungible Tokens gesehen, wie das funktioniert mit dem Smart Contract Verification oder respektive bei der Einführung Solidity. Das heißt, ein zentrales Element von DeFi ist die öffentliche Verifizierbarkeit. Während die zugrunde liegende Anwendung nicht immer vollständig quelloffen ist, aber eben meistens ist, müssen ihre Ausführungen und der Bytecode auf der Blockchain öffentlich überprüfbar sein. Das heißt, jeder Nutzer hat die Möglichkeit, die Funktionsweise einer DeFi-Anwendung zu überprüfen, indem er den Code und die ausgeführten Transaktionen einsehen kann. Dies trägt erheblich zur Transparenz und Sicherheit des Systems bei. Entwickler und Plattformen veröffentlichen oft ihren Quellcode zur Überprüfung, was Vertrauen und Rechenschaftspflicht in der DeFi-Community schafft. Dann die Vermögenskontrolle, Custody, im Gegensatz zu zentralisierten Finanzsystemen, bei denen eine Bank oder ein Finanzdienstleister die Kontrolle über die Vermögenswerte eines Nutzers hat, gibt DeFi den Nutzern die volle Kontrolle über ihre eigenen Vermögenswerte. Nutzer können zu jeder Zeit auf ihre Gelder zugreifen, ohne auf Öffnungszeiten oder die Zustimmung einer dritten Partei angewiesen zu sein. Dies ist ein wesentlicher Vorteil von DeFi gegenüber von CeFi oder TradFi, bei denen die Verwahrung von Vermögenswerten oft in der Verantwortung der Bank liegt. In DeFi tragen die Nutzer jedoch
die technischen Risiken selbst, etwa im Falle von Fehlern in Smart Contracts oder der Sicherheit ihrer eigenen Wallets. Diese Verschiebung der Verantwortung von zentralen Institutionen auf die Nutzer wird oft als eines der Unique Selling Points von DeFi angesehen. Dann zur Privacy. Obwohl DeFi auf Blockchain-Technologie basiert, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit fördert, bietet sie nur pseudonyme Privatsphäre. Auf öffentlichen Blockchain-Netzwerken wie Ethereum können Transaktionen zwar ohne direkte Offenlegung der Identität durchgeführt werden, die Transaktionsdaten selbst sind jedoch für jeden öffentlich einsehbar. Dies kann zu De-Anonymisierungs- und Clustering-Prozess führen, wie hier in diesem Artikel beschrieben, bei denen Transaktionen und Adressen miteinander in Verbindung gebracht werden können, um letztendlich Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer zu ziehen. Im Gegensatz dazu gibt es Kryptowährungen wie Monero, die darauf abzielen, vollständige Anonymität zu gewährleisten, was bei den meisten DeFi-Protokollen nicht der Fall ist. Zudem bieten zentrale Börsen die Know Your Customer und AML-Praktiken an, die Anti-Geldwäsche. Zudem bieten zentrale Börsen die Know Your Customer, KYC und Anti-Geldwäsche, AML-Praktiken anwenden oft den einzigen praktikablen Weg, um Fiat-Währungen in Kryptowährungen umzuwandeln. Diese Börsen sind oft verpflichtet, Nutzerdaten zu sammeln und an Behörden weiterzugeben, was sie zu einem wichtigen Punkt für rechtliche Überwachung und Anfragen durch Strafverfolgungsbehörden macht. Atomic Transactions, eine weitere wichtige Eigenschaft, die Atomic Transactions. In DeFi ermöglicht die Blockchain-Technologie die Durchführung von Transaktionen mit atomaren Garantien. Das heißt, dass mehrere finanzielle Operationen innerhalb einer einzigen Transaktion kombiniert und entweder vollständig ausgeführt oder vollständig abgebrochen werden. Ein häufig verwendetes Beispiel dafür sind Flash-Loans, bei denen ein Nutzer innerhalb eines Blockchain-Blocks Vermögenswerte ausleiht und zurückzahlt, ohne dass Sicherheiten erforderlich sind. Sollte eine Flash-Loan-Transaktion fehlschlagen, wird sie komplett zurückgesetzt, sodass keine der Operationen ausgeführt wird. Diese Programmierbarkeit und Sicherheit ist eine der Hauptinnovationen von DeFi. Während diese programmatische Atomic Transactions in CeFi weitgehend fehlt, können rechtliche Vereinbarungen in CeFi-Systemen genutzt werden, um ähnliche Effekte zu erzielen. Dies ist jedoch in der Regel mit hohen Kosten und einer längeren Abwicklungszeit verbunden, da Verträge und Absprachen manuell überprüft und durchgesetzt werden müssen. Frontrunning auf permissionless Blockchains, also öffentlich zugänglichen dezentralen Netzwerken wie Ethereum, gibt es keine zentrale Instanz, die die Reihenfolge von den Transaktionen festlegt. Stattdessen werden die Transaktionen öffentlich über das Netzwerk geteilt und die Miner oder Validatoren wählen aus, welche Transaktionen in den nächsten Block aufgenommen werden. Und in der Regel sind das die mit den höchsten Transaktionskosten. Dies führt oft zu Gebotswettbewerb um die Transaktionsgebühren, bei denen Nutzer höhere Gebühren zahlen, um sicherzustellen, dass ihre Transaktionen bevorzugt verarbeitet werden. Diese Flexibilität bei der Transaktionsreihenfolge führt jedoch zu Marktmanipulationsstrategien wie dem sogenannten Frontrunning, auch hier beschrieben, bei dem Miner unter anderem Akteure Transaktionen mit dem Wissen über bevorstehende Transaktionen manipulieren. Frontrunning ist eine weit verbreitete Praxis auf Blockchains, bei der Akteure von der fehlenden festen Transaktionsreihenfolge profitieren, um sich selbst finanziell zu bereichern. Im Gegensatz dazu gibt es in CeFi strikte Vorschriften von regulatorischen Behörden, die vorschreiben, wie Transaktionen in Finanzinstituten und Dienstleistungen geordnet und ausgeführt werden müssen. Diese Regeln sollen sicherstellen, dass die Integrität und Fairness im Finanzsystem gewahrt bleibt und Frontrunning sowie ähnliche Praktiken verhindert werden.
Und das hier ist ein Paper über Frontrunning, wie es funktioniert, mit Grafiken und möglichen Folgen. Das ist sicher eine gute Einführung. Und sie zeigen auch, wie häufig das es vorkommt. Zu den Transaktionskosten in DeFi und auf Blockchain allgemein sind Transaktionsgebühren ein entscheidender Mechanismus, um Spam und Netzwerküberlastung zu verhindern. Jedes Mal, wenn eine Transaktion durchgeführt wird, wird eine Gebühr erhoben, die an die Miner oder Validatoren gezahlt wird, die die Transaktion verarbeiten. Dies stellt sicher, dass das Netzwerk nur für legitime Transaktionen verwendet wird, da betrügerische oder übermäßig häufige Transaktionen schnell teurer werden. Und im Gegensatz dazu haben zentralisierte Finanzinstitutionen oft die Möglichkeit, Transaktionen kostenlos anzubieten oder sich durch staatliche Vorschriften dazu zu verpflichten, bestimmte Dienstleistungen gebührenfrei anzubieten. Diese Flexibilität ergibt sich aus der Tatsache, dass TradFi und CeFi-Systeme in der Regel auf KYC und AML-Überprüfungen, Know Your Customer und Anti-Money Laundry, ihre Kunden setzen, um Betrug und Missbräuche zu verhindern. Die anonyme Entwicklung und Bereitstellung ist ein weiterer wichtiger Punkt. Es gibt DeFi-Projekte, die von anonymen Teams entwickelt und gewartet werden, im Gegensatz zu traditionellen Finanzinstituten, bei denen die Identität und die Autorität der Verantwortlichen bekannt ist, operieren einige DeFi-Projekte vollständig anonym, was potenziell zu Vertrauensproblemen führen kann. Der anonyme Charakter dieser Projekte wird jedoch durch die öffentliche Verifizierbarkeit des zugrunde liegenden Codes und der Blockchain teilweise ausgeglichen. Dann die ständige Verfügbarkeit. Während bei TradFi Märkten wie die New York Stock Exchange oder die Nasdaq Stock Exchange festgelegte Geschäftszeiten haben, typischerweise Montag bis Freitag von 9:30 bis 16 Uhr, bieten DeFi Märkte eine rund um die Uhr Verfügbarkeit. DeFi Protokolle und Märkte sind in der Regel 24 Stunden, 7 Tage die Woche geöffnet, was bedeutet, dass Nutzer jederzeit handeln oder auf ihre Vermögenswerte zugreifen können. Es sei denn, das Protokoll wird gehackt oder befindet sich in Wartung. Auch bei CeFi, wenn es zum Beispiel zu einem KYC kommt, dann gelten bestimmte Bürozeiten. Diese ständige Verfügbarkeit hebt DeFi deutlich von TradFi ab, das oft auf regelmäßigen Marktöffnungszeiten und manchmal auf Pausen während des Handels angewiesen ist. Beispielsweise kam es bei TradFi-Börsen wie beim GameStop-Short-Squeeze-Ereignis zu Systemausfällen, als eine Flut von Nutzern die Handelsplattform überlastete. Solche Ausfälle sind in DeFi aufgrund der dezentralen und verteilten Natur des Systems seltener, obwohl technische Probleme und Hacks das System ebenfalls beeinträchtigen können. Was aber beobachtet wurde, dass bei vielen Transaktionen die Transaktionskosten zum Teil massiv steigen. Der Bereich der dezentralisierten Finanzen bewegt sich häufig in einem rechtlichen Graubereich, der mit Unsicherheiten hinsichtlich der geltenden Vorschriften verbunden ist. Diese regulatorische Unsicherheit betrifft unter anderem die Frage, ob Softwareentwickler, die eine Anwendung oder einen Code der Öffentlichkeit zugänglich machen, verantwortlich für die Einhaltung von Know Your Customer und AML, Anti-Money Laundry Vorschriften, sein sollten. In traditionellen Finanzsystemen sind KYC-AML-Prozesse klar geregelt, aber in der dezentralisierten Welt von DeFi stellt sich die Frage, inwieweit Entwickler und Programmierer rechtlich verantwortlich sind, insbesondere wenn sie keine direkten Kontrolle über die Ausführung des Codes haben. Ein weiteres Problemfeld ist das temporäre Zensieren von Transaktionen. Auf öffentlichen Blockchains wie Bitcoin können Miner entscheiden, bestimmte Transaktionen vorübergehend nicht in einen Block aufzunehmen. Dadurch entsteht eine Form der Zensur, die bei der Transaktion verzögert oder gänzlich abgelehnt werden können, abhängig von den Anreizen und Prioritäten der Miner.
Ähnlich können Lightning Nodes auf dem Bitcoin Lightning Netzwerk eine Transaktion ablehnen, was den Nutzer zwingt, auf reguläre On-Chain-Zahlungskanäle zurückzugreifen. Diese Art von Zensur kann vorübergehend sein, kann jedoch ein Risiko für die Transaktionssicherheit und Zuverlässigkeit in dezentralisierten Netzwerken sein. Ein weiteres regulatorisches Thema betrifft die Blacklists, die mit dem Einfrieren von Vermögenswerten verbunden ist. Sobald ein DeFi-Dienstleister KYC-AML reguliert ist, kann die Regierung oder eine Finanzaufsichtsbehörde die Einfrierung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten verlangen. Dies steht im Widerspruch zur dezentralen Vision von DeFi, in der Vermögenswerte ohne zentrale Kontrolle genutzt werden können. Ein prominentes Beispiel sind die Stablecoins USDT und USDC, die von zentralen Stellen wie Tether oder Circle verwaltet werden. Und hier ein Beispiel. Diese Stablecoins verfügen über eine eingebaute Blacklist-Funktion, hier Add Blacklist, mit der bestimmte Blockchain-Adressen gesperrt und deren Vermögenswerte zerstört werden können. Zum Beispiel hat USDT bislang 1820 Konten auf die Blackliste gesetzt und insgesamt wurden 1,27 Milliarden USDT von der Tether-Organisation verbannt. Diese Maßnahmen dienen der Einhaltung von Regulierungsstandards, stehen jedoch im Widerspruch zu den Idealen der Dezentralisierung. Wenn ein Vermögenswert durch eine zentrale Instanz gesperrt oder zerstört wurde, verliert er seine Eigenschaft als universell handelbares Gut und kann die Stabilität des DeFi-Ökosystems gefährden. Nun, die Frage ist, wird DeFi TradFi ersetzen? Diese Frage lässt sich nicht einfach beantworten, da das Finanzsystem nach wie vor auf Vertrauen angewiesen ist. Die Umsetzung einer vollständig dezentralisierten Hypothek gestaltet sich beispielsweise als schwierig. Dennoch ist klar, dass DeFi das traditionelle Bankwesen verändern wird. Es ist denkbar, dass DeFi zur zugrunde liegenden Infrastruktur zukünftiger Banken wird, während sich die traditionellen Finanzinstituten und Verwahrungsdienste anpassen müssen. In diesem Szenario würde DeFi nicht zwangsläufig TradFi vollständig ersetzen, sondern eher eine Symbiose entstehen, bei der die Stärken beider Systeme genutzt werden. Traditionelle Finanzdienstleister können DeFi-Technologien integrieren, um ihre Effizienz zu steigern und neue Dienstleistungen anzubieten, während sie gleichzeitig auf bewährte Strukturen des Vertrauens und der Regulierung aufrechterhalten. Bei der Betrachtung von Wechselkursen unterscheiden sich zentralisierte Börsen CEXs und dezentralisierte Börsen DEX in ihrer Funktionsweise erheblich. Zentralisierte Börsen arbeiten mit einem Orderbuchsystem, wie wir hier auf der rechten Seite sehen, bei dem Kauf- und Verkaufsaufträge Bid und Ask gegenübergestellt werden. Der Preis wird durch den letzten ausgeführten Handel bestimmt, beispielsweise 200 DAI für ein Ether. Ein Beispiel zu einer Webseite, das ist zum Beispiel Binance. Hier sehen wir den Kurs Bitcoin USDT und wir sehen, der ist momentan bei 63.000 US-Dollar und hier sehen wir, das ist der Preis, den die Händler bereit sind, Bitcoins anzubieten und hier unten, hier sind sie bereit, den entsprechenden Preis zu zahlen. Natürlich will man so viel USD für ein Bitcoin wie möglich und hier unten will man so wenig USD für einen Bitcoin ausgeben und irgendwo in der Mitte trifft man sich. Der typische Ablauf an einer CEX beinhaltet das Erstellen und Veröffentlichen eines Auftrages, eines Orders, gefolgt vom Warten auf dessen Ausführung. Nutzer können bestehende Aufträge durchsuchen und diese auch ausführen. Der Preis ändert sich, wenn ein Handel stattfindet und der Ask-Preis gleich oder niedriger als der Bid-Preis war. Nutzer können Aufträge hinzufügen oder entfernen, was das Orderbuch dynamisch gestaltet. Ein wichtiger Aspekt
Bei Zex ist der Slippage-Effekt, das ist hier beschrieben, zwischen dem Zeitpunkt, an dem ein Nutzer einen Preis sieht und einen Auftrag abgibt und der tatsächlichen Ausführung, kann sich der Preis ändern und diese Preisänderung nennt man Slippage. Und um dies zu kontrollieren, können Nutzer Limits setzen, wobei der Auftrag dann möglicherweise länger in der Chain oder im Orderbuch verbleibt. Im Gegensatz dazu basieren dezentralisierte Börsen auf dem Prinzip des automatischen Market Makings. Hier wird der Preis durch das Verhältnis der Tokenpaare in einem Liquidationspool bestimmt. Wir schauen uns noch ein Beispiel an, das nur mal so als Überblick. Und der Workflow an einer DEX besteht hauptsächlich aus dem direkten Tausch von Tokenpaaren. Auch hier kann es zu Slippage kommen, was in diesem Kontext bedeutet, dass der Preis sich während dem die Transaktion im Mempool befunden hat, nun geändert hat. Ein Beispiel für die Preisbindung an einer DEX: Wenn ein Pool 200 DAI und ein Ether im Pool hat, das gibt immer ein Währungspaar, ergibt sich daraus ein Preis von 200 DAI pro Ether. Und wichtig zu beachten ist, dass sowohl bei Zexes wie auch bei Dexes große Tauschgeschäfte den Preis signifikant beeinflussen können. Diese unterstreicht die Dynamik und Volatilität der Kryptowährungen unabhängig von der Art der Börse und dies nennt man ein Preisimpact. Dezentralisierte Börsen, sogenannte Dexes, nutzen eine konstante Formel, um ihre Preisbildung, wie zum Beispiel die Uniswap-Formel x mal y gleich k, wobei k eine Konstante ist und x und y die Werte der Vermögenswerte darstellen. Dieses Prinzip bedeutet, dass wenn man x entnimmt, man y bereitstellen muss, um das Gleichgewicht zu erhalten. Ein Beispiel wäre, wenn man 200 DAI hat und ein Ether, wobei hier K ist dann 200. Und das wird als Constant Function Market Maker bezeichnet. Und nun können wir auch ein Beispiel anschauen. Die Berechnung des Wechselkurses folgt der Formel x mal y gleich K. Das heißt, x, das ist das eine Währungspaar, y das andere Währungspaar. X mal y muss gleich sein, wie wenn wir vom einen Währungspaar etwas hinzufügen, also das neu hinzugefügte ist klein x und das y ist vom anderen Währungspaar das, was wir weggenommen haben und diese Gleichung muss erfüllt werden. Und wenn wir nun ein Beispiel uns anschauen, nehmen wir an, jemand möchte 0,5 Ethers tauschen. Wenn 0,5 Ethers in den Pool gesendet werden, ergibt sich die folgende Rechnung. Wir haben 200 mal 0,5 und das dividieren wir durch 1 plus 0,5. Das heißt, wenn wir diese Formel hier oben haben und das nach y auflösen, dann bekommen wir 66. Und dies bedeutet, dass 66 DAI für 0,5 Ethers getauscht werden können, was dann einem Kurs etwa von 133 DAI für ein Ether entspricht. Und nach Abzug von 66 DAI aus dem Pool und dem Hinzufügen von 0,5 Ethers ändert sich dann das Verhältnis zu 133 DAI zu 1,5 Ethers, was den neuen Kurs etwa von 88 DAI für ein Ether gibt. Und wichtig ist, dass die Konstante K erhalten bleibt. Das heißt, wenn wir wieder die 133 haben und die 1,5 multipliziert, gibt es wieder diese 200. Das heißt, wir haben hier diese 200 konstant gehalten. Ein wesentliches Merkmal dieses Systems ist, dass der Pool nie vollständig entleert werden kann. Dieses Modell gewährleistet Liquidität, kann jedoch bei großen Handelsvolumina zu signifikanten Preisauswirkungen führen. Die Umkehrung
des vorherigen Beispiels zeigt die Symmetrie dieses DEX-Systems oder dieses Ansatz von Uniswap. Wenn man Ethers mit 66 DAI kaufen möchte, ergibt sich die folgende Berechnung. 1,5 mal 66 dividiert durch 133 plus 66, das gibt 0,5. Das bedeutet, man erhält 0,5 Ether für 66 DAI, was dem ursprünglichen Tausch entspricht. Und der Tausch zum Preis von 133,3333 DAI pro Ether führt zu einem neuen Preis schlussendlich von 200 DAI pro Ether, was die Reversibilität des Systems demonstriert. Ein interessanter Fall trifft auf, wenn der Tauschpreis dem endgültigen Poolpreis entspricht, zum Beispiel mit dieser Formel hier. Hier haben wir unten 2 mal x. Und wenn wir das gleiche Beispiel nochmal nehmen, dann haben wir 200 mal 0,5 dividiert durch 1 plus 2 mal 0,5, das gibt 50. Und hier ist der Tauschpreis auch der endgültige Preis, der ist identisch. Und zwar haben wir 150 DAIs im Pool und 1,5 Ethers, das gibt dann ebenfalls 50. Allerdings ist zu beachten, dass diese Reversibilität nicht immer mit den gleichen Zahlen erreicht werden kann. Um beispielsweise wieder auf den ursprünglichen Preis von 200 DAI pro Ether zu kommen, müsste man 75 DAI für 0,375 Ethers tauschen, was zu einem neuen Poolverhältnis von 225 DAI zu 1,25 Ether führen würde. Und das Beispiel verdeutlicht die komplexe Dynamik der Preisbildung in DEX-Systemen. Sie zeigen, wie jeder Tausch das Gleichgewicht im Pool beeinflusst und wie sensibel das System auf Veränderungen reagiert. Jedes DeFi-System kann eine spezifische Formel implementieren, wie zum Beispiel TorChain. Das ist diese Formel hier, wo man mit größeren Trades schlechter wegkommt. TorChain ist bekannt für seinen Cross-Chain-Liquidity-Protokoll-Ansatz, aber eben wie diese Formel dann schlussendlich aussieht, das ist der DEX überlassen. Wie gesagt, es gibt zahlreiche Variationen von Automated Market Makers, wie zum Beispiel TorChain. TorChain bestraft große Tauschgeschäfte, um extreme Preisauswirkungen zu vermeiden. Schauen wir uns ein ganz kurzes Beispiel auch von TorChain an, was das für Auswirkungen hat. Und beispielsweise ergeben sich bei einem Tausch von 0,5 Ether der Wert 0,5 mal 200 dividiert durch 0,5 plus 1 im Quadrat, das sind 44,4, was einem Preis von 88 DAI pro Ether entspricht. Nach diesem Tausch würde der resultierende Pool 155 DAI zu 1,5 Ethers enthalten, was einen neuen Preis von 103 DAI pro Ether ergibt. Und dieses System führt dazu, dass große Trades einen schlechteren Kurs erhalten als den, der sich aus dem resultierenden Poolpreis ergeben würde. Im Gegensatz dazu erhalten kleinere Trades, wie beispielsweise der Tausch von 0,1 Ether, einen Kurs näher am aktuellen Poolpreis. In diesem Fall würde 16,5 DAI pro Ether getauscht, während der Poolpreis bei 166,8 DAI pro Ethers liegt. Es existieren noch viele weitere Automated Market Maker Varianten, die jeweils eigene Ansätze zur Preisbildung und Liquiditätsbereitstellung verfolgen. Diese Vielfalt zeigt die kontinuierlichen Innovationen im Bereich der dezentralen Finanzen. Und hier nur ein kurzer Ausblick, was es eben alles gibt. Da sieht man, wie Bancor aussieht. Das ist Uniswap, das kennen wir eigentlich. Und hier sehen wir die Formel x mal y gleich k, damit haben wir ebenfalls gerechnet. Das ist der Impermanent Loss. Hier nochmals, hier eben Uniswap-Formel, die wir auch uns angeschaut haben. Hier der Impermanent Loss haben wir uns ebenfalls angeschaut. Und wie gesagt, es gibt eben ganz viele Varianten von diesem Automated Market Maker. Das ist ein ganz spezieller Impermanent Loss, so wie er aussieht, je nachdem, ob der Preis hoch oder runter geht. Und da können sich Mathematiker dann austoben. Und ebenfalls hier, da wird versucht, die Automated Market Maker einzuordnen.
in Constant Product oder Constant Sum, je nachdem, wie volatil das die Kryptowährungen sind. Also wenn man Stablecoin gegen Stablecoin tauscht, dann gibt es dort selten hohe Volatilitäten und das heißt, man kann dort einen anderen Automated Market Maker verwenden und dieses Paper untersucht das. Könnt ihr auch gerne nachlesen, wenn euch das interessiert. Ein wichtiger Aspekt bei der Betrachtung von AMs, das sollte man nicht außer Acht lassen, dass es potenzielle Angriffsvektoren gibt. Ein bekanntes Beispiel, das ist der Sandwich Attack, der die Slippage-Toleranz ausnutzt. Hier auch eine gute Beschreibung dazu. DeFi Sandwich Attack Explained, wie der Angriff funktioniert. Und bei diesem Angriff, der in der Praxis bereits beobachtet wurde, platziert der Angreifer eine Transaktion vor und nach der Zieltransaktion, um von der Preisänderung zu profitieren. Diese Art von Frontrunning-Attacke unterstreicht die Notwendigkeit robuster Sicherheitsmechanismen in dezentralen Börsen. Bei der Betrachtung eines Tauschgeschäftes von 0,5 Ether gegen DAI in einem Liquiditätspool ist es wichtig, den Prozess Schritt für Schritt nachzuvollziehen. Zunächst gehen wir von einem Ausgangspreis von 200 DAI pro Ether aus. Das heißt, wir haben im Pool haben wir 200 DAI und ein Ether und das ist unsere Formel, das ist unsere Uniswap-Formel. Wenn nun 0,5 Ether in den Pool eingezahlt werden, ändert sich das Verhältnis der Tokens im Pool, was zu einer Preisanpassung führt. Der erste berechnete Preis nach dem Einzahlen der 0,5 Ethers, der vor dem Abzug der entsprechenden DAI-Menge liegt bei 133 DAI pro Ether. Dieser Zwischenschritt zeigt, wie sensibel das System auf Veränderungen reagiert. Und nach Abschluss des Tauschvorganges, wenn man die entsprechende Menge DAI aus dem Pool entnommen hat, in einer Atomic Transaction, also man kann jetzt nicht zuerst einzahlen und dann auszahlen, das heißt, es passiert alles quasi auf einmal, stellt sich ein neues Gleichgewicht ein. Der Pool enthält nun 133 DAI und 1,5 Ether, was zu einem neuen Preis von etwa 88 DAI pro Ether führt. Und diese finale Preisanpassung spiegelt das neue Verhältnis der Token im Pool wider. Und dieser Prozess verdeutlicht die dynamische Natur der Preisbildung in Automated Market Maker Systemen. Jeder Tauschvorgang beeinflusst direkt das Verhältnis der Tokens im Pool und damit auch den Preis. Für Nutzer ist es wichtig zu verstehen, dass größere Tauschgeschäfte stärkere Preisauswirkungen haben können. Im Ökosystem der dezentralen Finanzen spielen neben den einfachen Tauschvorgängen, Swaps, die wir jetzt gerade uns angeschaut haben, auch Arbitrage-Bots eine entscheidende Rolle. Diese automatisierten Programme suchen ständig nach Handlungsmöglichkeiten, die sich aus den Preisunterschieden zwischen verschiedenen Pools oder zentralisierten Börsen ergeben. Ein anschauliches Beispiel hierfür wäre: Im Pool 1 kostet ein Ether 250 DAI, während im Pool 2 der Preis bei 200 DAI für ein Ether liegt. Ein Arbitrage-Bot mit einem Ether könnte die Situation nun ausnutzen, indem er im Pool für ein Ether 250 DAI kauft und diese dann im Pool 2 für 1,25 Ethers verkauft. Der Gewinn in diesem vereinfachten Beispiel ohne Berücksichtigung der Preisauswirkungen wäre 0,25 Ethers. Durch solche Aktivitäten tragen Arbitrage-Bot dazu bei, die Preis über verschiedene Börsen hinweg anzugleichen. Eine innovative Technik, die Arbitrage-Bots innerhalb derselben Blockchain nutzen zu können, sind Flash-Loans, die hatten wir auch schon uns angeschaut. Diese ermöglichen es, einen Kredit aufzunehmen und zurückzuzahlen, alles innerhalb einer einzigen Transaktion. Für den Kreditgeber besteht kein Risiko, da er entweder seine Token zurückerhält oder die gesamte Transaktion ungültig wird. Ein Beispiel mit Aave zeigt, wie aus 1000 Tokens 1045 werden können und einschließlich der Rückzahlung von
1009 Tokens mit den entsprechenden Fees. Und das ist diese Transaktion hier. Hier wurden 1000 Ethers ausgeborgt, dann wurde per Uniswap wurde hin und her geswappt. Schlussendlich hat man 1045 Ethers, von denen man 1000 und jetzt 9 mit den Fees, die man wieder zurückzahlen muss. Das heißt, die Differenz ein bisschen weniger als 45 Ethers und gehört dem Arbitrage-Bot. Es ist wichtig zu verstehen, dass Arbitrage-Bots nicht nur opportunistische Akteure sind, sondern einen essentiellen Teil des DeFi-Ökosystems darstellen. Ohne sie würden die dezentralisierten Börsen nicht effizient funktionieren. Sie sorgen für Liquidität, gleichen Preise an und tragen zur Gesamteffizienz des Marktes bei. Nach Betrachtung von Swaps, was wir uns gerade angeschaut haben, und Arbitrage-Bots, ist es wichtig, die Rolle der Liquiditätsanbieter, die Liquidity Providers, sogenannte LPs, im DeFi-Ökosystem zu verstehen. LPs sind entscheidend für das Funktionieren von dezentralen Börsen, da sie die Liquiditätspools füllen und damit Ersthandel ermöglichen. Für AMM-basierte DEXs gelten allgemeine Regeln. Das Bereitstellen oder Entfernen von Liquidität sollte keine Preisänderung verursachen. LPs müssen Vermögenswerte in einem festgelegten Verhältnis einbringen, typischerweise im Verhältnis 50-50. In einem Pool mit 200 DAI und einem Ether könnte ein LP beispielsweise 100 DAI und 0,5 Ether oder 400 DAI und 2 Ether bereitstellen. Wenn ein LP Liquidität bereitstellt, erhält er im Gegenzug Liquiditätseinheiten, oft in Form von LP-Token. Wenn beispielsweise ein LP, hier mit dem Namen LPA, 100 DAI und 0,5 Ether zu einem bestehenden Pool von 200 DAI und einem Ether hinzufügt, würde der neue Pool 300 DAI und 1,5 Ethers enthalten. Der Liquidity Provider A würde dann dafür einen LP-Token erhalten, die ein Drittel des Pools repräsentiert. Und eine wichtige Frage ist, warum LPs überhaupt Liquidität bereitstellen sollen. Und es gibt da die folgenden Vorteile. Auf der einen Seite gibt es Gebühreneinnahmen. Die LP-Tokens, die Liquiditätstokens, repräsentieren einen Anteil der bereitgestellten Liquidität im Pool. Und durch das Bereitstellen von Liquidität können Anleger Gebühren verdienen. Bei jedem Swap muss der Benutzer Gebühren zahlen und diese Gebühren werden proportional zur Menge der LP-Tokens verteilt. Zum Beispiel, wenn die gesamte Gebühr 2 Ethers betragen und ein LP-Token-Inhaber 10% der Liquidität bereitstellt, erhält er 0,2 Ethers. Wenn mehr Liquidität von anderen bereitgestellt werden, sinkt der Anteil von 10% und somit auch die Einnahmen. Es gibt noch eine Rendite, die man erwirtschaften kann. In einigen Protokollen können LP-Tokens im Staking- oder Yield-Farming-Programmen eingesetzt werden, um zusätzliche Erträge zu generieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Bereitstellen von Liquidität auch Risiken birgt, insbesondere das Risiko eines vorübergehenden Verlustes, dem sogenannten Impermanent Loss. Und das werden wir uns genauer ansehen, weil eben die Rendite, gut, das ist jetzt seit dem Jahr 2021, hier sieht man, wenn man BUSD zur Verfügung stellt, kommt man an 12,4%. Das ist schon attraktiv, aber eben es gibt das Problem des Impermanent Loss. Impermanent Loss, auch bekannt als Price Shift Loss, ist ein Phänomen, das häufig bei DEXs und insbesondere bei automatisierten Market Makers auftritt. Es beschreibt den Verlust an Wert, den Liquiditätsanbieter erleiden können, wenn sich die Preise der im Pool befindlichen Assets stark verändern. Dieser Verlust ist oft dauerhaft und nicht nur temporär, wie der Name Impermanent Loss suggeriert. Das heißt eben, es kann auch ein permanenter Loss sein.
Nutzer, die Liquidität zu AMMs bereitstellen, können feststellen, dass ihre gestakten Token im Vergleich zum einfachen Halten der Tokens an Wert verlieren. Und ein Beispiel verdeutlicht dies. Angenommen, ich besitze 10% eines Pools, der aus 200 DAI, ein DAI ist ein US-Dollar, und ein Ether momentan als Beispiel kostet 200 US-Dollar, besteht. Das heißt, mein Anteil beträgt 20 DAI und 0,1 Ether. Das heißt, es entspricht einem Wert von 40 US-Dollar. Wenn der Preis von Ether auf 300 steigt, wenn ich jetzt nicht investiert hätte und der Preis würde auf 300 steigen, dann hätte ich immer noch diese 20 DAI und 0,1 Ether. Das ist jetzt aber 30 US-Dollar wert, also habe ich insgesamt 50 US-Dollar. Im Pool jedoch ändert sich das Verhältnis der Assets nach dieser Formel, die wir gesehen haben. Und wenn der Pool ursprünglich ein Verhältnis von 200 DAI zu 1 Ether hatte, andere Pools können ein Verhältnis von 300 DAI zu 1 Ether haben, was natürlich eben zu Arbitrage führt, sodass dieser Pool ebenfalls den gleichen Preis haben wird, weil diejenigen Bots, die Arbitrage machen können, dadurch Gewinne erzielen. Das heißt, hier wird der Pool nun beeinflusst. Es steigen hier die DAIs auf 2,45 und es fällt der Ether auf 0,816. Im Pool haben wir nun 245 DAI zu 0,816 Ethers und wenn ich 10% vom Pool besitze, entspricht das 24,5 DAI und 0,081 Ethers, was einem Wert von 24,5 Dollar entspricht. Wenn ich das zusammenrechne, dann habe ich einen Wert von insgesamt 49 US-Dollar. Und wenn ich das vergleiche, wenn ich zum Beispiel keine Liquidität hinzugefügt hätte, hätte ich 50 Dollar. So habe ich jetzt, mit dem ich Liquidität hinzugefügt habe, nur 49. Das heißt, ich habe einen US-Dollar verloren. Je volatiler der Markt ist, desto höher ist dieser Impermanent Loss. Und LP-Tokens, also hier diese Grafik zu Impermanent Loss, wenn wir hier beim Ether-Price sind, wo der aktuelle Preis ist, sehen wir, wir sind bei einem Impermanent Loss von 0. Also wenn sich nichts bewegt, ist alles gut. Wenn der Ether-Preis steigt, dann wird der Impermanent Loss ein bisschen größer. Wenn er in die andere Richtung fällt, dann wird er dann noch massiv größer. Und eben das ist dann die Gefahr, dass man hier 20, 40, 60, 80% des Wertes dann verlieren kann. LP-Tokens bringen nicht nur Gewinn durch Gebühren oder Staking oder Yield-Farming, sondern auch das Risiko des Impermanent Loss. Und man muss dann eben abwägen, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Ich habe natürlich auch damit rumgespielt und habe gemerkt, dass ich da kein glückliches Händchen habe. Und deshalb bin ich jetzt nicht mehr am Liquidity Provider. Im Gegensatz zu einem Bankkonto findet dieser Prozess nicht hinter verschlossenen Türen statt. DeFi nutzt öffentliche Blockchains, was bedeutet, dass sie Kontrolle über ihre Vermögenswerte behalten und jederzeit sehen können, wo sie sich befinden. Nichts ist verborgen und alles ist jederzeit von jedem überprüfbar. Das ist der große Unterschied von DeFi zu CeFi und natürlich zu TradFi. Gut. Nun schauen wir uns so eine DEX an. Wir werden uns das Beispiel von SushiSwap uns genau anschauen. Wir werden zwei Tokens erstellen. Wir werden diese in den Pool geben. Und dort sehen wir, dass eben das Verhältnis dann den Preis ausmacht. Und damit werden wir nun ein bisschen herumspielen. Also starten wir wieder mit unserer Remix-ID. Und erstellen wir zwei Tokens. Wir machen den BTC Ost und das machen wir mit Open Zeppelin mit dem Contract Wizard.
Das ist die Version 5.0 natürlich. Und Permit brauchen wir nicht. Wir halten ihn mal so einfach wie möglich. Das sollte reichen. Okay, das ist unser erster Token. Wir nennen ihn BTC Ost. Kurz BOST. BTC Ost ist ERC20. Das wird unser erster Contract sein. Das kompiliert auch bereits. Wir werden jetzt einen zweiten Token erstellen. Das ist der USD Ost. Das ist ein Stablecoin. Und hier ebenfalls USD Ost. USD Ost. Und das ist der Ost Token. Also wir haben hier zwei Tokens. Und die können wir jetzt deployen, und zwar ins Sepolia Testnetz. Damit zuerst verbinde ich mich hier mit MetaMask. Das ist dieser Token hier. Ich muss mir dann noch notieren, was für eine Adresse dieser Token hat. Im Konstruktor muss ich natürlich noch minten, sonst klappt es dann nicht. Das heißt, wir müssen den Contract mit diesem hier erstellen. Das heißt, ich habe hier 1000 mal 10 hoch Decimals. Das sollte passen. Davon haben wir 1000. Wir werden ein bisschen weniger, sagen wir 100 Bitcoins haben. Das ist der USD. Den können wir jetzt so mal deployen nochmals. Okay, und hier gehen wir auf Block Explorer, das heißt, das ist der USD, und hier gehen wir dann auf den BTC, hier ebenfalls, davon machen wir nur 100, das funktioniert ebenfalls, ich deploye den BTC Ost. Confirm, und jetzt habe ich hier meine zwei Contracts. Der sollte jetzt erstellt worden sein. Genau, 1000 Tokens. Das hier ist die Adresse. Das heißt, hier haben wir USD Ost. Das ist diese Adresse neu hier. Und das ist unser BTC Contract. Den kopieren wir hier. Gut, und jetzt können wir einer DEX dieses Währungspaar hinzufügen. Da gehen wir am besten mal hier auf den Uniswap-Router. Gut, das sind diese hier. Und wir müssen unser Währungspaar kreieren. Das machen wir mit der Factory hier. Wir haben Create Pair, Address Token A, Address Token B. Das heißt, wir haben diese beiden Adressen, und damit können wir nun ein Token Paar kreieren, und dann sollten wir sehen hier, dass eben so ein Token Paar existiert. Gut, dann machen wir das, und zwar können wir das über den Contract. Gut, also jetzt können wir unsere Wallet connecten, MetaMask, und wir können hier unser Währungspaar kreieren. Wir kreieren hier unser Bitcoin USD Paar. Right. Estimated Fee wird ein bisschen teuer sein. Ich kann es mir leisten. Und jetzt müssen wir wieder warten, bis es View und Block Explorer, bis die Transaktion gemintet worden ist. Und jetzt habe ich ein Währungspaar erstellt bei einer DEX, bei SushiSwap. SushiSwap.
gibt es auch gute Dokumentation dazu. Und dort stehen alle die wichtigen Angaben. Und zwar, was ich mir angeschaut habe, ist, gibt es da keine Suche? Docs, API, Contracts, doch hier. Deployment Addresses, hier habe ich dann geschaut bei Sepolia zum Beispiel. Hier bei diesem Constant Function Market Maker. Und da habe ich Sepolia irgendwo hinten. Und von da habe ich die Adressen der beiden vom Factory und vom Router, welche auf Sepolia deployed worden ist. Und das sollte jetzt mittlerweile auch schon gemacht sein. Und hier haben wir jetzt unser More Details. Create Pair, genau das haben wir jetzt in dem Fall ausgeführt. Und das sollte uns etwas zurückgeben, ein Event. Das heißt, wir gehen in die Logs schauen und es hat uns eine Pair-ID zurückgegeben. Die sollten wir uns sicher notieren. Das ist Pair. Mit dem können wir den Token und das Pair identifizieren, wenn wir mit diesem DEX, wenn wir da jetzt interagieren möchten. Gut, und das tun wir auch. Das heißt, wir fügen zuerst mal Liquidität hinzu. Das machen wir mit dem, nicht mit dem, mit dem Factory, sondern mit dem Router. Hier kann man Liquidität hinzufügen. Und das machen wir mit diesen beiden Token. Ich sehe schon, das Pair wird dann automatisch ausgerechnet. Das heißt, das muss ich mir gar nicht merken. Aber ich füge hier Token A und Token B hinzu. Amount desired. Und wir wollen hier Amount A, das ist der BTC-Amount. Das heißt, wir möchten jetzt ein BTC, hier haben wir auch 10 hoch 18. Das heißt, wir haben hier ganz viele Nachkommastellen und der Amount desired, das sind dann, sagen wir, 20 Ost-US-Dollar, auch 10 hoch 18. Der Minimum Amount, der wird jetzt das gleiche sein. Spielt keine Rolle, weil mit diesem Pool spielt momentan niemand rum. To Address, wer dann diesen LP-Token erhalten sollte, das werde ich sein. Das heißt, ich nehme hier meine Adresse und füge diese hinzu. Und Deadline, ich hoffe, man kann 0 einsetzen, dass es eben keine Deadline gibt. Ensure Deadline, ich schaue mal, was Ensure macht. Require Deadline größer als Block Timestamp. Das heißt, wir können auch eine sehr hohe Zahl eingeben. Das heißt, wir können hier die, da, wo haben wir die Deadline einsetzen. Das heißt, es gibt keine Deadline oder weit in der Zukunft. Und jetzt können wir, jetzt müssen wir noch die Wallet connecten. Gut. Und jetzt können wir schreiben. Ah, und hier sehen wir schon, wir wollen ein Safe Transfer From machen. Das heißt, wir müssen für den Token A müssen wir diesen Contract erlauben, dass er diese Transaktion ausführen darf. Das heißt, wir müssen einen Approve auf dem Contract ausführen. Das können wir zum Beispiel aus Remix machen. Wo haben wir Remix? Hier haben wir Remix. Ich bin mit MetaMask verbunden. Ich habe BTC Ost. BTC Ost habe ich an dieser Adresse deployed. Jetzt lade ich den Contract und hier kann ich mir den Approve, den Approve erstellen. Und zwar
10 und jetzt habe ich 18 Nachkommen. Oder ich mache das Maximum an Unit 256, das ist wahrscheinlich am einfachsten. Und die Adresse, das muss sein. Und zwar möchte ich diesem Router, dass er eben von meinem Konto das abziehen darf. Und das werde ich jetzt hier eingeben. Value. Okay, und jetzt kann ich den Abruf geben. Max. Okay, ich habe 100. Kann man machen. Machen wir es so. So, den Abruf habe ich gegeben und jetzt machen wir noch den Abruf für den USD. Das heißt, ich habe hier den USD, das ist dieser hier. Und wenn ich da wieder hingehe, kann ich sagen, USD Address Add, das ist dieser und da kann ich wieder approven. Und zwar waren es 1000 oder machen wir auch wieder 1000. Transfer müssen wir, wo war ich, hierhin. Und jetzt kann ich den Approve geben. Oh, hier muss ich es einfüllen. Nicht hier. Hier Approve Transact. Da kann ich wieder sagen 1000 Approve. Und jetzt kann der Contract von meinen Tokens, also ich gebe ihm den Approve, das heißt die Allowance, wenn ich da jetzt nachschauen gehe, die wird bei 1000 sein. Das können wir gleich mal kurz noch schauen. Was ist der Spender? Ich gehe hier auf Allowance und überprüfe, stimmt das? Owner bin ich. Spender ist dieser hier, Owner. Kann ich das kopieren? Call. Und jetzt sehe ich hier, das sind meine 1000 mit 18 Nachkommastellen. Gut, gehen wir wieder zurück hier und wir haben jetzt hier Liquidity, die wir providen möchten. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren und hier sehen wir schicken ein Token weg und das ist dieser Bitcoin-Token und hier 20 US-Dollar und bekommen dann hier von dieser Adresse, das ist dieses Pair, dieser Liquidity-Token, bekommen wir einen Wert 4,48, das besagt, wie viel uns gehört. Im Prinzip ist das eigentlich der ganze Pool. Das können wir mal ausführen. Confirm. Und jetzt haben wir Liquidität hinterlegt. Add Liquidity. Genau, das ist der. Nun, wir haben den LP-Token, wir haben Liquidität hinzugefügt. Das ist unser LP-Token hier. Wir sehen, das wurde uns hier geschickt. Das wurde hier gemintet. Und das heißt, ich kann jetzt eigentlich zu SushiSwap gehen und hier anfangen zu traden mit diesen Tokens. Ich bin hier auf dieser Chain-ID, das ist die Chain-ID von Sepolia. Und hier sehe ich bereits, das sind meine 5 Ethers, aber die 5 Ethers, die wollen wir nicht traden. Wir wollen nämlich unser BTC Ost traden. Das ist dieser hier, der Bost. Und wir haben hier den USDC, das Gegenstück, genau. Und davon habe ich, nein, nicht USDC, sondern es ist UOST, genau. Und davon habe ich 980, weil etwas schon im Pool drin ist. Und ich möchte jetzt hier einen Bost Bitcoin Ost verkaufen und bekomme
Network response was not okay. Gut, leider funktioniert hier die API von SushiSwap nicht. Ich bekomme hier Netzwerkprobleme bei beiden Browsern, Chrome und Firefox. Hier kriege ich dann irgendwie entweder einen 400er, wo es nicht funktioniert, oder ein Course Missing Allow Origin. Wobei das ist eben, dieser Response ist ein Bad Gateway, das heißt irgendein Proxy dazwischen, der nicht funktioniert. Das heißt, wir können es leider jetzt nicht über diese Maske hier tätigen, sondern wir müssen das jetzt per Smart Contract oder eben per Etherscan ausführen. Das geht aber natürlich auch, das wäre natürlich schöner. Hier hat man ein schönes UI. Wenn das nicht funktioniert, dann muss man es halt selber machen. Gut, und was wir hier machen können, ist, wir haben jetzt diverse Möglichkeiten. Also gehen wir am besten hier in diese Übersicht rein. Das ist genau der Write Contract. Hier haben wir das Connected, hier haben wir Liquidity hinzugefügt. Und jetzt können wir Swap Exact Tokens for Tokens zum Beispiel, das heißt, wir geben eine exakte Anzahl, wie viel wir traden möchten, und dann bekommen wir das, was wir bekommen können. Und das ist jetzt hier Amount in, das heißt, ich möchte einen Ost-USD traden. Oder machen wir 0,1. Sehen wir 18. Und den Minimum Amount, den wir erhalten, spielt keine Rolle. Den geben wir mit 0 an. Hier müssen wir angeben, von welchem Coin zu welchem wir traden möchten. Das heißt, hier müssen wir ein Array angeben. Und da gebe ich wieder unseren Token hier ein. Das wäre eben alles über dieses UI gegangen. Das müssen wir hier sonst nicht abfüllen. Ich kann eine Adresse angeben. Ich kann mal eine andere Adresse angeben. Nehmen wir den Account 2 zum Beispiel. Und hier können wir die Adresse eingeben. Deadline. Das haben wir hier. Deadline. Genau. Und jetzt können wir mal versuchen, das zu tauschen. Und ich sende 0,1 von meinem Bitcoin Ost und sollte dann Bitcoin USD erhalten auf meine neue Adresse. Das können wir mal ausprobieren, ob das funktioniert. Das heißt, wir haben eigentlich von dem Account hier aus den Swap gemacht. Das ist dieser Swap hier. Und wir sollten eigentlich USD erhalten auf diesem Account. Und wenn das funktioniert hat, dann haben wir auf einer DEX direkt einen Trade ausgeführt. Hier kann ich meine Tokens hinzufügen, Import Tokens. Den USD Ost, da sehe ich schon, ich habe 1,8 USD Ost erhalten, über einen DEX getradet. Leider hat es damit nicht funktioniert, mit diesem User Interface. Ich habe auch probiert, hier, wenn ich da etwas wechseln möchte, gibt die gleiche Fehlermeldung. Das heißt, momentan ist das System down. Ich hoffe, dass es morgen, übermorgen oder diese Woche noch funktionieren wird.
Aber sonst eben, die Blockchain, die ist aktiv, man kann die Contracts immer noch von Hand ausführen, entweder aus Etherscan raus oder wenn man die Beschreibung zu den Funktionen hat, kann man das auch aus Remix machen. Und so konnten wir nun einen Trade auf einer DEX machen mit einem Token oder mit zwei Tokens, die wir selber erstellt haben. Gut, so viel zum Trading. Wie gesagt, ist nicht ganz einfach, nicht ganz trivial, vor allem mit den vielen Adressen, wo man was machen muss. Wichtig ist, dass man sicher die Adressen, wenn man etwas schicken möchte, abrufen muss. Das ist vielleicht noch etwas speziell. Aber wenn man das gemacht hat, dann kann man eigentlich eben diesen Liquidity Pool, diese DEXs, diese Token Pairs befüllen. Und das ergibt dann auch den Währungskurs. Und anhand vom Währungskurs kann man entsprechend die Tokens beziehen. Und wir haben auch gesehen, ich habe jetzt mit 0,1 Bitcoins habe ich etwa 1,8 USD erhalten, nicht 2, weil sich eben dort bereits etwas bewegt hat und dementsprechend bekomme ich dann weniger. Und das ist eben dieser Automate Market Maker.